Die sechste Merseburger Fight Night. Marc Bergmann hier vor Ort in Merseburg für Ground & Pound TV. Und neben mir steht sie nun, die alte und neue Weltmeisterin im Thai-Boxen, Plamena Dimova, die ja gerade eben ihren Titel verteidigen konnte. Daneben ein glücklicher Trainer Ingo Baberski und vor allen Dingen ein erleichterter Veranstalter Ingo Baberski. Und ganz am Rand der frisch gebackene Ehemann von Plamena Dimova, Peter Czubanov, der heute eigentlich hätte kämpfen sollen, leider verletzt ist und uns heute als Übersetzer aushelfen wird. Plamena, das war ein sehr, sehr harter Kampf. Es war eine Pflichtverteidigung heute gegenüber 5 Runden. War eine enge Sache. Ja, beschreibe uns den Kampf doch mal aus deiner Sicht. Der Kampf heute ist super schwierig, aber gut. Meine Opponent ist sehr, sehr gut. Ja, hat man gesehen, die erste Runde, denke ich, ging klar an dich. Du hast sehr viel Druck gemacht. In der zweiten hat sie dich mit einem Knie erwischt auf der Rippe. Hat das ein bisschen die Luft rausgenommen? Wie hart war denn das Knie? Das ist super schwierig. Ich muss denken, das ist nicht Problem. Die gute Trainer ist da, wo ich hier, das ist, weil hat einen Moment, wann ich kann denken, was ist denn los hier, das kommt dir, sagst, nein, kein Problem, du bist. Ja, das hat ja offensichtlich funktioniert, die Motivationsrede in der Pause, du hast nach hinten raus noch sehr viel rausholen können, hast nach Punkten gewonnen, wie glücklich warst du denn, weil es ein sehr enger Kampf war, als dann am Ende du als Siegerin verkündet wurdest? Kampf ist Kampf. Einmal in guter Form, einmal nie, das ist normal. Aber bei mir ist, wenn ich mache Kämpfe, das funktioniert. Und das ist wichtig. Verloren und gewonnen, das ist bei mir ist egal. Aber ja. So, jetzt hast du hier natürlich einen wunderschönen Gürtel verteidigen können. Vor kurzem hast du geheiratet. Welcher Abend war denn schöner, die Hochzeit oder die Titelverteidigung? Viele trinken heute auch, das ist kein Problem. Das hört man gerne, das ist ein guter Plan. Ich frage vielleicht mal den neuen Ehemann. Peter, du hättest heute selber kämpfen sollen, das hat leider nicht geklappt. Du bist nach wie vor verletzt mit dem Ellenbogen. Wie glücklich bist du denn jetzt, dass wenigstens deine Frau heute mit dem Gürtel nach Hause gegangen ist? Gut, dass ich meine Tränen abgewischt habe, deswegen hätte ich es mal sehen können. Ich bin sehr zufrieden von meiner Frau. Danke. Wann können wir denn damit rechnen, dass du wieder zurückkehrst in den Ring? Wie sieht es denn aus mit dem Ellenbogen? Wann sehen wir Peter Schubanov noch wieder? Ich hoffe am Ende des Jahres, nach der OP. Wir müssen sehen, wie der Heilungsprozess verläuft. Und wenn der Ellenbogen wieder einsetzbar ist, dann können wir Pläne machen für Ende des Jahres. So, jetzt hast du hier natürlich eine absolute Doppelrolle gehabt. Du bist ein Veranstalter. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, das ist kein einfacher Job. Da ist man jeden Tag kurz vorm Herzinfarkt. Jetzt hast du hier noch eine Kämpferin, die wirklich einen absolut packenden Kampf geliefert hat. Also nochmal Herzinfarktrisiko. Beschreib den Kampf aus deiner Sicht. Ich nehme an, du bist stolz auf die Plamena. Wie hast du den Kampf denn gesehen? Also es war eine enge Kiste auf alle Fälle. Ich bin erstmal riesig stolz auf Plamena. Plamena weiß das auch. Wir haben oft genug darüber uns unterhalten. Und sie hat es mir gezeigt. Sie hat mir ihr Vertrauen gegeben. Und sie hat es bewiesen. Und ich freue mich riesig. Es war eine enge Kiste. Ihr habt alle das, oder du hast das Knie gesehen. Also das hat sie auch genommen. Und da war ein kurzer Hänger da. Aber wir haben sie noch nach oben gepusht und ich sag mal, die vorletzte und letzte Runde, das waren dann die es rausgerissen haben und Gott sei Dank haben wir den Sieg nach Hause geholt. Nach hinten raus nochmal Gas gegeben, da wollen wir jetzt mal vielleicht von dem Kampf weggehen, die Veranstaltung ist fast vorüber, offensichtlich eine volle Halle, wir haben ein paar packende Fights heute schon gesehen, ein, zwei kommen noch, zieh doch mal vielleicht jetzt schon ein kleines Fazit, als Veranstalter der 6. Merseburger Fight Night, 6 Jahre in Folge, hast du hier in Mitteldeutschland ganz schön was aufgebaut, wie fühlst du dich denn heute, zieh uns ein Fazit für uns. Also auf alle Fälle fix und fertig, wie nach jeder Fight Night. Aber ich sag mal, ein kleines bisschen glücklicher. Natürlich mit dem Sieg, selbstverständlich. Und natürlich auch die Zuschauerzahlen, die haben es nun gezeigt. Voller Erfolg. Also muss man sagen, dass wir auch jetzt hier einen richtigen Riecher hatten mit der Fightcard, die wir halt sehr lokal gehalten haben. Ob wir das so beibehalten, das sei dahingestellt, aber es war auf alle Fälle ein Erfolg. Ja. Das denke ich mal, wird vielleicht unter Umständen eine Wiederholung geben, so in der Form, aber vielleicht sind auch noch andere Sachen geplant.
Ja, also können wir auf jeden Fall mit einer 7. Merseburger Fight Night im kommenden Jahr rechnen. Aber ich glaube, noch in diesem Jahr gibt es in Merseburg ein bisschen Kampfsport-Action zu sehen. Jawohl, am 14. Dezember kriegt unsere Plamena endlich ihren Rückkampf gegen Tamara Platter. Ja, unglücklicherweise hatte sie im April verloren gegen Tamara. Und jetzt haben wir Gott sei Dank ein Rematch klar gemacht. Da wird sie am 14. Dezember in Spergau in der Linde in den Ring steigen und wird dort um den Titel kämpfen. Ja, und da schlagen wir nochmal, um das hier abzurunden, den Bogen zurück zu Plamena. Der Ingo hat es gerade gesagt, du kriegst endlich den Rückkampf gegen Tamara Platter, den wolltest du schon seit einer ganzen Weile haben. Ja, was sagst du denn dazu und hast du vielleicht noch eine Botschaft für die Tamara? Im Dezember steigst du ja nochmal gegen sie in den Ring. Wir sehen. Nur mehr. Wir sehen. Wir werden sehen. Dann danke ich dir. Ja, feier deinen Titel heute schön. War ein sehr, sehr toller Kampf. Ingo, auch besten Dank an dich für die Veranstaltung. Peter, dir wünschen wir gute Besserung. Danke an euch alle. Okay, danke schön.